Ich hätte nicht mal einen Cut machen müssen. Ja, das ist direkt hier. Ich habe mir jetzt doch entschieden, ich mache gleich alles. Diesmal mache ich es einfach reihum, wie ich dran komme. Das heißt, wir machen jetzt das, das, das. Zügelgrab haben wir auch schon gefunden. Das heißt, wir gehen als nächstes danach wahrscheinlich zu dem, machen hier, da noch alles. Gehen dann hier runter und machen da alles. So Leute, sind wir schon beim ersten Artefakt. Danach laufen wir gleich hier runter und holen uns noch das Monument. Machen wieder einen Cut und wir laufen dahin, dahin, dahin. Hier haben wir auch noch die zwei Monumente. Auf jeden Fall erstmal das Kondor-Schaden. Der Fakt. Er nur, der letzte König von Gondor, forderte den Hexenkönig selbst heraus, im Herzen Angmars. Gerüstet für den Kampf und nicht für Zeremonien, ließ er seine Krone zurück, als er nach Osten in sein Schicksal ritt. Wir hüten sie für den Tag, an dem ein König Gondors zurückkehrt. Doch wir brauchen einen König, der klug genug ist, den Hexenkönig nicht allein herauszufordern. Ganz einfach, Talion. Der fordert sowieso alleine raus, aber nur weil er es kann. Die Krone ist eines Königs würdig. Ah, aber dein Volk hat seine Könige verstoßen, nicht wahr? Das ist ein guter Punkt. Celebrimbor. Diese Meuchler jetzt sind. Sie sind nie. Im Vergleich zu Elbenmeuchlern. Sie sind nichts im Vergleich zu Elbenmeuchlern. So Leute, da bin ich wieder mit meinem Karagor. Schon beim nächsten Artefakt. Grausamkeit und List hilft ihnen dabei, im Krieg zu bestehen. Auch ihre Waffen erscheinen eher primitiv, doch sie erfüllen ihren Zweck. Mit einem harten Schlag auf den Kopf lässt sich jeder Schädel spalten, ob mit Stahl aus Gondor oder dem rohen Eisen der Orks. Roher Ork am Morgen. Diese Keule ist viel älter als das, was wir sonst auf dem Schlachtfeld finden. Der Ork, der sie stahl, kannte wohl kaum ihre Geschichte. So, da sind wir schon im nächsten Gebiet. Also im nächsten Teil von... Da machen wir gleich hier. Da mache ich keinen Cut. Machen wir gleich alle vier. Dann mache ich einen Cut. Gehe wieder dahin. Ja. Dieses Artefakt, ein Stück Mondstein, war unser letzter Fund, bevor die Orks kamen. Ein Späher entdeckte es noch glühend draußen in den Feldern, wo es vom Mond zur Erde hinabgefallen war. Ich bin durchaus nicht abergläubisch. Trotzdem frage ich mich, ob der Stein ein böses Omen für die folgende Katastrophe sein sollte. Mondstein. Ein schlechtes Omen aus dem Himmel. Minas Ithil war verdammt lange bevor der Mondstein auf die Erde stürzte. Scheint, es keine Chance mehr. Oh.
Kann uns jetzt schon eine Armee aufbauen, eine kleine. Aus Uroks. Oh Mann. Das heißt nichts Gutes. Alarm heißt nie was Gutes. Komisch. Doch nicht so möglich. Wir haben sie gerade losgeschnitten, nichts ist passiert. Ganz leicht, ich hab's getan. So, und da sind wir schon am nächsten Ding. Man sieht schon, man kann später Leute seine Armee erobern. Sehen wir uns gleich wieder. So Leute, bin ich wieder beim Turm. Das hat länger gedauert. War nämlich noch so ein Hauptmann dazwischen. Oh ne, nicht noch da hinten was. Das machen wir als erstes. Da haben wir das hinter uns. Gehen wir hier lang. Machen das auch noch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Warte mal, haben wir wirklich alles? Weil ich vorher noch was machen möchte. Ja, da haben wir jetzt nichts. Wir haben wir denn 1625. Gut, machen wir das als nächstes. Oh, wir haben 6 Stück Wohlstand. Und 2 erhöhte Gesundheitsraub mit dieser Waffe.
Also ich finde das eigentlich nicht schlecht. Nee, 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 ich möchte das zurück. Wir hatten da eigentlich gerade 3. So haben wir hier einmal das. Oder nee, machen wir erstmal das rein. Dann können wir das erstmal schmieden. Und das so machen. Maximal Gesundheit wird 15 erhöht. Hier haben wir nur das eine Mal. Schauen, ob wir noch was auf dem Markt holen können. Hätte ich mir denken können, dass es nicht geht. Ja, sehen wir uns gleich wieder. So Leute, sind wir schon beim nächsten gondorischen Artefakt. Reichtümern verlangt, anders als der Rest der Orks. Gier, nicht Mordlust, treibt sie an. Im Gegensatz zu den meisten Orks tragen sie Schmuck wie diesen Ring, um ihren Status zu zeigen. Diesen nahmen wir einem toten Marodeur ab. Wir wissen also nichts über seine Geschichte. Er scheint aber numenorisch zu sein. Wenn wir nur wüssten, wo die Marodeure solche Schätze finden. Interessant. So, machen wir hier Schnellreise. Ein Ring aus Numenor. Und gut gearbeitet. Nach dem Maßstab der Menschen. Oh, der nächste. Nächster bitte. Nächster bitte. So. Also, wer das jetzt nicht lustig fand. So, markieren wir uns gleich das nächste. Gondorisches Artefakt. Ja, wollte ich jetzt gar nicht. Wir machen das gondorische Artefakt. Die zwei, die kann krass. Erinnerung. Machen das Monument hier. Gehen hier runter. Da haben wir hier alles bis jetzt gemacht. So ist es geplant, weil dann halte ich euch während der Kampagne nicht irgendwie auf, dass wir noch irgendwas mitnehmen. Spring nicht runter. Nee, ich schleiche nicht. Gondors bevorzugte Schlachtordnung mit Variationen ist eine Darstellung dessen, wie eine Armee organisiert sein sollte. Von der Infanterie an der Front bis zu den Köchen und Fuhrmännern im Hintergrund. Immer wenn ich sie studiere, bin ich überwältigt von der Kriegskunst, von allen Einzelheiten, von der Anzahl der Schuster und Schmiede für jede Soldatenkolonne. Derlei Versorgungsangelegenheiten scheinen belanglos,
bis man belagert wird und verzweifelt um Viertelrationen kämpft. Dann achtet man auf die Logistik. Mhm. Das ist nur eine kleine Liste von irgendwas. Oh. Jedes Mal. Vom General bis zum Fußsoldaten. Ein Gebäude, das die Orks zerstören, sobald sie einen Fuß nach Gondor setzen. Oh, jedes Mal mache ich's Falsche. Du kriegst gleich Elbenwut ab. Viel Spaß damit. Erschossen. Und das schön durchlöchert. Runtergeglitscht. Das ist ja auch mal geil. Wir holen uns danach. Ich rune. Ui. Ja, danke, dass du drunter warst. Shit. Wo ist das andere? Das hier sein soll. Das ist unter uns. Okay, rum mal das obere, was schwerer zu erreichen ist. Dann das untere. Nein, nicht runterspringen. Ich habe erst gedacht, dass wir ein Kommandant. Das war doch so klar.
Bisschen Money. Im Murnenmeer leben Bestien, die wir kaum verstehen. Aber von Zeit zu Zeit werden Spuren ihrer Existenz an die Küste gespült. Unsere Patrouillen fanden vor Jahren diesen versteinerten Tintenfischschnabel. Wenn die Größenverhältnisse so sind wie bei den kleineren Tintenfischen, die die Fischer manchmal fangen, wäre dieses Wesen mehrere hundert Meter lang. Das ist der Stoff, aus dem Albträume sind. Der Beweis, dass diese Welt noch viel größere Schrecken birgt als die Orks. Ja klar, ihr seid nur eine Insel, auf der ihr lebt. Was für eine Bestie das gewesen sein muss. Und das war wohl kaum der letzte seiner Art. Oh mein Gott, was für ein Sprung. Minas Ithil hatte nie die großen Dramen und den Prunk von Minas Tirith, doch wir hatten einfache Künste wie Musik, die uns den Trost der Heimat spendeten. Wenn alles um uns in Schatten lag, war ein einfaches Volkslied oder ein Tanz wie ein Sonnenstrahl. Ich frage mich, ob diese Musik je wieder erklingt. Ich wollte immer die Laute spielen. Deine Hände sind nicht für Musik bestimmt, Talion. Sie haben eine ernstere Aufgabe. Mein Karogor hat jetzt bestimmt ganz viel Spaß. Den Uruks und Orks. Hey. Ja, wo stehe ich denn? Ich muss hier hoch. Oh, da hinten ist ein Grauk. Grauk im Käfig, den befreien wir. Das wird die Uruks bestimmt freuen. Viel Spaß, Uruks. Ja, ich glaube mal, jetzt werden sie richtig Spaß haben. Wir sind so böse. Ja. So werde ich von euch genannt. Was denn? Was habe ich nicht kommen sehen? Vor dem Untergang.
und richtete mich in den Höhlen ein. Ich war hier, bevor Barad-dûr errichtet wurde, und ich werde seinen Fall überleben. Inzwischen genieße ich die Dunkelheit. Meine Brut ist gewachsen. Durch sie reicht meine Macht bis in den Düsterwald und weiter. Sie bringen mir Geschenke, so wie andere zuvor. So bleibe ich Kankra, werde die Letzte meiner Art. Wieso ich mir immer warte, bevor ich das verändert habe? Da ich will nicht, dass das irgendwie unterbrochen wird, was sie sagt. Sie wünscht sich ein eigenes Imperium. Ich glaube, sie hat genug vom Bau von den Rien. Ich glaube, der. Ja, Leute, kurz nochmal ein kleiner Break, bevor wir weiter zum Monument gehen. Das habe ich gerade noch gesehen. Wir haben ein Artefakt übersehen. Durch die Lektüre von Die Geschichte und die Völker Gondors lernt jedes Kind unzählige Lektionen über die Geschichte unseres Reiches, unsere Könige und Helden, unsere Schlachten und Siege. Das gilt doppelt für diejenigen von uns, die an Gondors Grenzen aufwuchsen. Die Lehrer meinten es gut, sie wollten uns inspirieren, doch all die Geschichten von Gondor erinnern uns daran, wie sehr wir Mordors Bedrohung ausgesetzt sind. Ja, jetzt sind wir erstmal wieder beim Monument. Sorry Leute, ich hab's vergessen mit dem Monument. Das war hier und wir haben den Kriegerjuwel bekommen. Entschuldigung, dass jetzt hatte ich vergessen, auf eine Aufnahme zu drücken. Diesmal war es meine Schuld. Wo war nochmal dann das Kriegergrab? Ah, das passt ja. Wir sind hier runter und für das letzte Kriegergrab. So, wir sind beim letzten Haidir. Oh, wie unser Cargo hier oben bleibt bei uns. Ich finde es nur so schön, wie er aussieht vor allem. Die ganzen Panzerung. Das ist richtig geil, finde ich. Jetzt ist er rot. Ah, das andere gehörte dann schon zu dem Tower. Ja, es ist unsere Bestie in uns drin. Oh Mann. Ihr seht, wie weit wir wieder weg müssen von unserem jetzigen Ding. Das heißt, wir gehen zuerst hier hin, gehen dann hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Dann gehen wir hier hin und machen das hier noch. Und dann geht's weiter mit der Story. So Leute, sind wir wieder. Der dunkle Herrscher wählte etwas anderes. Er wählte einen Panzer aus kaltem, dunklem Stahl. Er wurde zu einer Maschine, einer leeren Hülle. Von Anfang an war Sauron ein für den Krieg erschaffenes Wesen. Dann ist es an uns, ihn zu vernichten. Und schon sind wir schon... Schon sind wir beim nächsten gondorischen Fakt mit unserem kleinen Cargo.
ein starker Trank für ihre Mägen, aber auch Medizin für ihre Wunden. Und so brennbar, dass er sogar als Treibstoff für ihre Kriegsmaschinen taugt. Wenige Gondoraner wagen ihn zu trinken, aus Angst, sich zu benehmen wie Orks. Dennoch lohnt es, ihn zu untersuchen. Baranor hat Ideen zu einem Gift, das in Grog gemischt den stärksten Ork lähmen oder sogar töten kann. Hitlerkraut. Oder wie es hieß. Dieser Grog riecht widerlich. Doch für einen Uruk ist das Ambrosia. Ambrosia, Ambrosia. So, sind wir schon bei Ethilde. Mit Steuern kann man die überklettern. Für die... Hier machen wir jetzt mal keinen Cut. Die machen wir wieder schön in Reihe und Glied. Ups. Karagor braucht ein bisschen Leben. So, nächste Ethilde markiert. Ethilden. Nein, ich habe Steuerung Linksklick gedrückt. Und du auch noch, weil du es unbedingt möchtest. Du möchtest auch noch? Gut. Kannst du bekommen. Nö, jetzt reicht's mir. Ich glaube, dieser Teller wurde von Ostlingen gefertigt. Die Art des Materials und die Verzierungen sind mir und jedem, dem ich ihn zeigte, unbekannt. Ich weiß, dass die Ostlinge von jenseits des Meeres von Runen nie Freunde Gondors waren. Und ihre Streitwagen und großen Fuhrwerke sind wahrhaft furchteinflößend.
Doch ich würde gern einem von ihnen abseits der Schlacht begegnen. So wild sie auch sein mögen, sie sind immer noch Menschen und keine Uruks oder andere Lakaien des dunklen Herrschers. Ostlinge sind aber auch... Wieso greift die Spinne uns an? Sie sind sogar noch seltsamer als die Haradrim des Südens. Aber genauso verwundbar gegenüber Saurons Drängen. Sie gehören ja zu Sauron. Haradrim und Ostlinge gehören zu Saurons Truppen. Ihr fragt euch sicher, woher weiß ich das? Woher kenne ich Kankra schon von früher? Ich habe, Herr der Ringe mit Schlacht um Mittelerde 2 gespielt. Es gab zwar auch einen ersten Teil, aber ja, den habe ich damals nie gespielt. Und wo ich mir vor einem Monat eher gesagt, das Let's Play dazu mal angesehen habe, Multiplayer gefiel's mir nicht, weil ja, es der Stil gefiel mir nicht. Schönheit. Die Kristalle in diesem Artefakt glimmen sanft, selbst in einem pechschwarzen Raum. Ich weiß es aus Erfahrung, denn ich bin oft in die große Halle geschlichen, um bei Kristalllicht zu lesen, während alle dachten, ich sei im Bett. Feinster Kristall, gefunden im wildesten Mordor. Faszinierend. Seltsam, dass die Orks sie nicht zerschlugen, um das Geräusch zu hören. Hey, was war da? Ja, eben das Spiel habe ich damals schon gespielt. Schlacht um Mittelerde 2. Weil, ja. Ich habe mir das früher einfach mal gekauft. Das ist durchgespielt. Dunkler als auch helle Kampagne. Nun lebe ich in der Dunkelheit am Rande seines Reiches. Ich erkunde das Schicksalsnetz als schweigender Zeugin seiner wachsenden Macht, seiner ewigen Herrschaft. Es ist an der Zeit, dass ich ins Licht trete. Eine Spinne. Wartet immer und lauert. Aber auf was? Jetzt haben wir nur das letzte Monument. Und dann ist schon... kriegen wir wieder eine legendäre Sache. Ein legendäres Ausrüstungsteil. So. Oh fuck, falsches. Nein, ihr habt meinen Karagor umgebracht, ihr Monster! Ich möchte noch das Kriegerjuwel mitnehmen.
Na, jetzt haben sie Angst, weil ich zu viele besiegt habe von ihnen. Trotzdem haben sie meinen Karo umgebracht. Oh, jetzt haben wir das mal gemacht, was ich machen wollte, terrorisieren. Oh, das sieht geil aus. Er wird mehrmals in den Rücken gestochen. Ja, und im nächsten Part seht ihr dann wieder Kampagne. Das wäre jetzt ein bisschen Kampagne mit ganz viel anderem gemischt. Plus dieses Gedicht wieder. Auf geht. Acht. Wahrscheinlich Feuer und dort scheint. Wenn die Sonne aufgeht, müssen die Schatten weichen. Sie fliehen in Furcht vor der Morgenröte, Feuer. Die Nacht ahnte nie, wie schnell ihr Ende nahte, als der helle Herrscher flammende Fackeln herbeitrug. Die Sonne geht auf. Doch scheint sie vom Westen her, marschiert immerfort nach Osten, immerfort voran, hell, immerfort. Ja, und jetzt kriegen wir einen legendären Umhang, ja. 5. Jetzt haben wir noch einen Elbenumhang. Sehe ich so oder so gemacht. Ein Stufe 3 und 2 Stufe 2er. Aber ich finde die Rüstung so nicht schlecht. Ihr schreibt, könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so eine Rüstung findet. Wir sind jetzt wie ein Elb gekleidet. Nicht wie... Also eigentlich sind aus Gondor, sondern wie ein Elb. Und ich sage auf Wiedersehen und ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Part. Ui. Geht das immer wieder... Ja, das geht immer wieder zu und auf, wenn wir hin oder weggehen. Und dann ciao.